Wir gehen direkt nach Wien, wir gehen direkt in die österreichische Hauptstadt, denn da fand im Mai der 60. Eurovision Song Contest statt in der Wiener Stadthalle. Ich durfte selbst auch dabei sein, allerdings nur beim Familienfinale, habe keine Tickets mehr bekommen. Da kannte ich dich ja halt auch noch nicht. Da waren auch ganz viele in dieser Wiener Stadthalle und vor allen Dingen waren auch ganz, ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer all over the world. Das sind ja Millionen Menschen, die da auf den einen Auftritt warten, der nur 3 Minuten dauern darf. Du hattest die Startnummer 17, wie ich nochmal rausgefunden habe. Das heißt, 16 Länder starten vor dir. Ist das ungefähr so, als ob Ricardo M. singt oder wie muss man sich das vorstellen? Es war sehr, sehr aufregend. Vor allen Dingen, als es dann irgendwie losging und du hast so einen unglaublich langen Weg zur Bühne und das ist irgendwie schon echt, es war schon ein ganz, ganz toller Moment. Ja, viel zu kurz. Hat man Kontakt zu anderen Musikern aus den anderen Nationen oder ist es wirklich so perfekt organisiert, dass man einfach nur immer vorbeigeschleust wird? Nee, also wenn du Kontakt haben möchtest, kannst du zu den anderen Kontakt haben. Es ist auch, also wir haben uns alle irgendwie hatten noch das Interesse, einander kennenzulernen. Unsere Kabinen waren halt alle immer, die Länder waren sich so gegenüber, also in 3 Blöcken sozusagen. Und bei mir gegenüber war Italien. Die 3 Tenöre. Ja, die waren super. Ah, bellissima, haben sie dann die ganze Zeit irgendwie gesagt. Ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz nett. Und wo war denn der alte Schwede, der Måns Zelmerlöw, der am Ende gewonnen hat? Das soll ja auch so ein Hallodri sein, ne? Ja, ist auch einer. Jetzt rück raus. Was heißt das? Also der macht, der war flirty. Also das, was Astrid hier immer versucht. Ja. Und dann? Ja, ich nicht, nee. Ich habe gesagt, nee, so nicht. Ist nicht dein Typ? Doch, der ist doch. Aber war dir too much? Ja, so nur Player ist irgendwie auch ein bisschen doof. Ich will dann ja die Leute richtig kennenlernen. Das ist ja auch schon fatal in dem Business. Ja. Aber aber schon heiß. Ja. Die Zeit in Wien war cool. Alle waren irgendwie auf deiner Seite. Alle haben gesagt, du machst das an, Sophie. Wir rocken die Bude. Wie war die Stimmung bis zum Auftritt? Doch, die war gut. Ja, die war gut. Ich war ja leider die Woche krank in Wien. Das war ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich dadurch alles nicht so intensiv erleben konnte, bis auf den letzten Auftritt dann. Doch, aber die Stimmung war gut, alle waren aufgeregt bis dann zum Schluss. Da ging die Stimmung runter. Naja gut, jetzt kommt Black Smoke. Ach so, endlich okay. Du wieder super, ne? Hast dich ja bewegt, wieder wie eine Eins. Du kannst dir vorstellen, dass da ist wieder einiges abgegangen. Hast einen super Auftritt hingelegt, hast dich nicht versungen, hast dich nicht vertanzt. Die Show war für deutsche Verhältnisse sogar auch einigermaßen gut. Also hinten die Videowall und so, das sah eigentlich ganz toll aus mit diesen James-Bond-Verschnitt-Sachen und der Saal lag dir doch auch zu Füßen danach, also oder ist das, weil das Publikum sowieso alles beklatscht? Hattest du? Ja, also das Publikum war zum einen mega gut drauf, also die haben sich über jeden gefreut, der da auf der Bühne stand. Es sind halt einfach alles ESC-Fans, die feiern jedes Land, würde ich sagen. Es war ganz toll, man hat ja leider nur 3 Minuten Zeit auf dieser riesigen Bühne und 30 Sekunden nur Zeit, um auf die Bühne drauf zu kommen. Und ich habe wirklich nochmal versucht, so einen Moment, diese ganzen Leute, die da alle stehen und die ganzen Flaggen, das ist total schön. Und den Moment habe ich mir dann nochmal genommen und dann habe ich gesagt, so gut, das ist jetzt der Auftritt, auf den alle gewartet haben und ich unter anderem halt auch. Und ja, dann geht's los. Das und ist, der war schon krass. Super. Und dann kam irgendwann, die Show war zu Ende, beziehungsweise die Lieder waren durch, Schnelldurchlauf und so weiter. Und jetzt durften die Leute abstimmen. Mm. Und dann kommt diese wunderbare Punktevergabe, 12 Punkte, 10 Punkte und so weiter, ein Wahnsinnssystem. Und die Punktevergabe, irgendein Land fängt ja immer an, 40 glaube ich waren es, die abstimmen durften in diesem Jahr. Wann war dir klar, das wird nichts? Nach dem 5. Land. Schon so früh, warum? Ich hatte einfach so ein Gefühl. Ich dachte so, okay, ich glaube, es wird heute nichts mehr. Und es wurde auch nichts mehr. Nee. Muss man einfach gnadenlos so sagen. Ja. Es wurde immer absurder. Man wartete und wartete und wartete und es kam nichts mehr. Aber nicht nur dir ging es so, sondern auch dem Gastgeberland. Österreich, The Make Makes, hat auch 0 Punkte. Du bist übrigens, habe ich mal nochmal festgestellt, in einer Reihe mit Nora Nova und Ulla Wiesner. Also das einfach nur, falls du es noch nicht gehört haben solltest. 1964 und 1965 gab es auch 0 Punkte für Deutschland. Das heißt, es waren tatsächlich in diesem Jahr 50 Jahre her. Und ich finde, das ist ein mega Applaus wert, dass du endlich mal 0 Punkte für uns geholt hast. Das sind nämlich keine 0 Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, aber
was jetzt der Knaller ist, hast du mir auch nochmal erzählt. Man könnte ja trotzdem feiern danach, dieses Ereignis. Okay, du bist Letzter geworden, auch mit den Österreichern. Man könnte doch jetzt einfach geile Aftershow machen. Aber so richtig in Feierlaune waren dann die Leute, die mit dir drumherum waren vom Sender und so weiter, nicht, ne? Nee, die sind alle abgedampft. Obwohl wir vorher gesagt haben, wir gehen alle feiern, egal was passiert. Aber ich war dann letzten Endes nur mit meinen Background-Sängerin feiern und dann sind noch 2, 3 andere mitgekommen, die dann aber auch relativ früh gegangen sind. Ja. Ja, vielleicht ist das auch gut so, dass die nicht dabei waren, aber hast du die dann wenigstens danach nochmal gesehen? Also man muss doch danach irgendwie so ein Feedback-Gespräch haben oder so, jetzt nehmen wir uns nochmal alle in den Arm und ist ja doof gelaufen, aber okay, macht nichts oder so. Was ist denn danach passiert? Es war tatsächlich sehr, sehr kühl alles auf einmal und also Herr Schreiber ist auch einfach gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Das ist der vom NDR, genau, der dafür sorgt, dass es den ESC praktisch im Fernsehen gibt. Ja. Genau, der ist einfach, den habe ich nie wieder seitdem gesehen. Hat nicht Tschüss gesagt? Nee, hat nicht Tschüss gesagt. Er hat dann irgendwie so eine Rundmail geschrieben. Ach schön. Und ja. Das, ja. Arschloch, genau. Wunderbar. There you mega, go. Mega Arschloch, wunderbar. Didim. Okay, du hattest ja auch noch die Platte Silver into Gold, die es ja immer noch zu kaufen gibt. Die wurde ja auch noch rausgehauen vom ESC. Relativ In 5 Tagen habe ich das Album gesungen. Jeden Tag 12 Stunden. Und danach war das Marketing aber auch irgendwie... Ja, scheiße. Das heißt? Ja, die haben nichts gemacht damit. Also und wie, dann, aber es war doch eine Konzerttournee angesagt und so. Ja, alles nichts passiert, auch keine zweite Single, gar nichts. Also zweite Single heißt normalerweise wäre nach Black Smoke eine Nachfolgesingle gewesen, und aber kam nichts mehr, hat man gesagt, nee, mach mal keine Werbung, setzen wir nicht mehr auf ein totes Pferd oder so. No. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Das finde ich nicht gut! Ja, aber... Das muss man einfach so sagen. Nein, ehrlich gesagt, du hast dir da den Arsch aufgerissen, hast irgendeinem ziegenbärtigen Sänger auch letztendlich den Arsch gerettet und Deutschland. Und dann wird irgendwie einfach gesagt, nö, jetzt gibt's keine Single mehr und so weiter. Entschuldige mal, die sehen doch, dass du Talent hast, dass du Stimme hast, die können dich doch weiter featuren, verstehe ich nicht. Ach, das ist Brainpool. Ja, die müssen wir auch unbedingt erwähnen, damit wir uns auf jeden Fall bei denen nicht bewerben können. Ist wunderbar. Ja auch egal. Ja. Ist es halt so, wie es ist. So, und daraus kann man lernen. Und ich mache trotzdem weiter Musik. Und, Das ist sehr gut. Sehr gut.